Leute, heute zeige ich euch, wie man ein Intro erstellen kann. Nach dem Intro. Hallo Leute, mein Name ist Alex von Kanal Alexkanal 2017-2018. Wie ich gesagt habe vorher, werden wir heute, also werde ich euch heute zeigen, wie man ein Intro erstellen kann und dazufügen kann. Die schwere, also nicht so schwer, aber geht so. Und die leichtere Variante. Ihr müsst euch zuerst 4 Apps downloaden. Einmal Pixel Lab, Clean Master, Legend und Videoshow. Wenn ihr auch am Handy aufnehmen wollt, dann könnt ihr Du-Recorder runterladen, weil es ist sehr gut, Mobilzen ist nicht so gut, aber egal. Dann drückt auf Pixel Lab. Ah, das habe ich schon erwartet. Dann drückt auf Pixel Lab. Drückt auf Neu Text, dann geht ihr auf den Kugelschreiber, dann wieder. Dann schreibt ihr jetzt zum Beispiel hier Hacker LP und dann könnt ihr zuerst was da, ne? Dann könnt ihr zuerst den Hintergrund machen. Ich würde den Hintergrund so machen, aber Hintergrund braucht ihr eigentlich nicht, weil das wird nicht dazu gemacht. Dann geht ihr auf A. Dann drückt ihr auf Color. Und dann könnt ihr welche Farbe einstellen. Ich nehme jetzt weiß. So. Oder besser ein Orange. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr noch auf. Wo ist das nochmal? Auf A müsst ihr. Ja, Font. Da könnt ihr einstellen. Ich will es so haben. Ist okay, dann ist es okay. Könnt ihr auf Style. So. 3D-Text könnt ihr so. Und ich hätte auf 50 gemacht, aber ihr könnt natürlich auch mehr. Oder so. Aber besser ist es so 50. Dann drückt auf File. 3D-Show. Das ist hinten. Das ist geil aussieht, aber braucht ihr nicht. Da müsst ihr unbedingt auf diese zwei Vierecke und auf Transparent drücken. Dann könnt ihr es noch so einstellen. So. Und dann drückt ihr auf die drei Punkte. So. Von oben nach links, von links nach rechts. Und dann könnt ihr PNG bleiben oder wie es ihr wollt. Dann drückt ihr auf Ultra. Dann Save to Galerie. Es ladet jetzt ein bisschen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es geladen hat. Bis gleich. Es hat geladen, Leute. Hier seht ihr. Hä? Das ist eine dumme Werbung. Moment. Jetzt seht ihr, so. Dann musst du noch die Clean Master App runterladen. Dann drückst du auf Clean Master. Das ladet. Ja. Dann drückt auf das. Dann drückt auf Projekt Assistent. Titel braucht ihr nicht. Und dann könnt ihr zum Beispiel Download. Ihr könnt euch auf YouTube Intro ohne Name downloaden.
So, ihr schreibt Intro ohne Name für Download oder Download. Egal. Dann könnt ihr zum Beispiel eins aussuchen. Manche sind fake, manche sind realer. Ja. Ihr geht auf die Videobeschreibung, da ist öfters Download-Link. Dann geht ihr auf Cleanmaster, dann ladet, downloadet ihr. Dann geht ihr auf Cleanmaster. Eigentlich ist das die beste, was ich bis jetzt gesehen habe. Zum Schneiden. Dann nehmt ihr euch zum Beispiel das Intro. Zeige ich euch kurz. Oder ihr nehmt das Intro, was ich jetzt nehme, also das. Das ist bis jetzt mein Lieblingsintro. Könnt ihr auf Text oder Effects, auf Effects könnt ihr zum Beispiel ein Video, wenn ihr eine Person haben wollt, aber die nicht im Gesicht gezeigt werden will, könnt ihr das so einstellen. Dann drückt ihr auf Bilder, dann könnt ihr auf Pixel Lab gehen und dann könnt ihr einstellen, von wo ihr das haben wollt. Dann passt es, dann könnt ihr dann noch Animation, Flickr oder Blues oder Jitter. Ich mache einmal Nonne, dann könnt ihr Audi, Musik natürlich. Ihr könnt eigentlich alles Mögliche. Zum Beispiel das, was ich jetzt mache, in Animation, Räder. Das könnt ihr so schnell machen. Oder langsam, ich mach's normal. So, dann seht ihr, das sieht das so aus. Wenn ihr das so haben wollt, ist es in Ordnung. Dann drückt auf diese drei Punkte. Save Video to Gallery. Dann könnt ihr euch da noch was kaufen, dass man diese Zeichen nicht sieht, wo steht Cleanmaster, aber das ist eigentlich unnötig. Ihr könnt das mit einer speziellen App oder mit dem gleichen App so anmalen, dass man das nicht sieht. Oder ihr lässt das einfach. Dann könnt ihr auf Medium Qualität oder High Definition. Ich drücke jetzt auf High Definition. Dann ladet sich das jetzt auf die Galerie. Wenn ihr das getan habt, oder das gedrückt habt, kommt das. Und dann ladet ihr das hoch auf die Galerie. Noch 4, 3, 2, 1. Dann drückt auf OK. Und dann geht auf wieder Galerie und dann habt ihr was. Von gestern habe ich das noch. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video oder übermorgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
that little mouse, 'cause I'm an albatross.